Seid gegrüßt zurück zu Stronghold Warlords. Wir sind in Mission 5. Die Revolution hat gesiegt. Hanoi gehört uns. Wir verteidigen unsere Länder. Nach einem Sieg in Melin sieht sich Tukpans neues Königreich anderen Herausforderungen ausgesetzt. So. Wir verteidigen unsere Länder. Die Invasion Melins durch Tukpan läutete das Ende des Hauses der Hun-Könige ein und bereitete einen Weg in eine neue Ära. Tukpan vereinte seine Länder im Norden mit denen der eroberten Anlang im Süden, um so ein neues Königreich zu gründen. Aulak. Okay, wir haben jetzt eine Lackfabrik. Doch trotz seines Erfolgs wartete bereits eine größere Bedrohung auf Aulak. Jenseits des Gebirgs hat sich ein General namens Cao Tu von der Qin-Dynastie abgespalten, um sein eigenes Königreich Nanyue zu gründen. Er marschiert nun mit seinen Truppen nach Aulak. Tukpan rechnet bereits mit einer Invasion des ehrgeizigen Kommandanten und plant den Bau einer gewaltigen Festung, um seine neue Hauptstadt zu schützen. Sie soll über eine einzigartige Architektur verfügen, die ein Eindringen unmöglich macht. Verteidigen, wehrt Cao Tuos Invasion ab, sammeln, lagert Holz und Steine für den Bau der neuen Hauptstadt ein, erobern, kontrolliert einen Großteil der Kriegsherren in der Region, beschützt den Fürsten um jeden Preis. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal. Das ist die Anfangsmission. Eine Nachricht von Tukfan. Ich werde nicht zulassen, dass mein Königreich den Eindringlingen zum Opfer fällt. Nicht nachdem wir es so weit geschafft haben. Auf unseren Ländereien haben wir Zugang zu Holz und Stein. Aber das wird nicht reichen. Um mehr dieser Rohstoffe zu erlangen, müssen wir Kriegsherren in der Nähe gefangen nehmen und sie zu Lieferungen zwingen. Was haben wir dann? Eine überragende Hütte, ein Belagerungs... Sagt uns, wohin wir feuern sollen! Hier haben wir ein paar... Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung, Hoheit. Was sagst du so? Okay, schauen wir mal an. Da haben wir einen Kriegsherrn, und zwar einen Ochsen. Und hier haben wir noch einen Ochsen. Und nicht zu vergessen, wir haben hier einen Ochsen. Dicht gefolgt von dem Ochsen. Und man sollte auch nicht den Ochsen vergessen. Ganz wichtig. Und dorthin ist noch ein Ochse. Tja... Alle haben ihre Männlichkeit verloren. Ja. Muss mal gerade gucken, da haben wir einen Kornspeicher, da haben wir ein Gemüsefeld, da haben wir ein Reisfeld. Das ist alles irgendwie nicht so ganz, wie ich es haben will. Dann stellen wir mal eine kleine Armee auf. So. Dann... Produzieren wir mal noch ein paar Äxte. So kann ich. Achso, weil ich jetzt kein Gold mehr habe. Ich kann auch hier hinten in diesem Sandstrand produzieren. Das ist ganz praktisch. Ah, und der Bogenschütze ist auch ganz praktisch. Dann gucken wir mal, was haben wir hier? Ein paar Verteidigungsbogenschützen und zwei Feuerwerksmaschinen. Und der baut mal wieder nichts, was ich schade finde. Aber nicht zu ändern. Unterstützt den mal. So. Regelt ihr das noch da?
Und... Oh. Geht ihr euch zurück. Zack. Die sind ganz praktisch für den Anfang. Dann können wir sogar den Ochsen hier schon mal erobern. Dann schauen wir mal. Steine können wir im Moment nicht. Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. Ach. Weder gekauft noch verkauft. Den. Man kann hier überhaupt nichts kaufen und verkaufen. Wo kommt die denn her? Guerilla-Taktik. Dann läuft man den vorbei. Und dann schießen auch noch die von den Türmen. Praktisch. Was gibt's da noch? Unterkünfte, Waffen, Belagerungscamp. Kommt nochmal zurück. Wie wär's mal mit ein bisschen Holz? Ich weiß nicht, ob... Was war das? Ach so, der hat da drüber geschossen. Ah. Unsere Baumeister haben uns Feuerpfeilwagen bereitgestellt, um Überfälle abzuwehren. Diese Wagen feuern Salven aus Feuerpfeilen ab. Sie sind sehr wirkungsvoll gegen Feindesgruppen. Daher vielleicht der Name Feuerpfeilwagen. Wir können mehr Feuerpfeilwagen in der Belagerungswerkstatt ausbilden. Und damit kenne ich mich nicht aus, also. Vielleicht haben die auch aus anderen Gründen den Namen. Achso, da unten, ja, das weiß ich doch. So, kriegen wir mittlerweile genug Reis rein? Nee, eigentlich nicht. Also mit den Nahrungsmitteln, da bin ich noch nicht so ganz... Der hat das überlebt. Das ist... schlecht. Und habe ich auch nicht erwartet. Gut. Dann haben wir ihn jetzt aber trotzdem. Eine Nachricht von Tukfan. Ihr habt viel Fortschritt gemacht. Doch lasst jetzt nicht nach. Unser Gegner wird seine Anstrengungen verdoppeln. So, wir holen uns erstmal Holz. Dann wenn man die Reisfelder vergrößern. Und dann... Geht das? Nee, das ist schlecht. Wenn wir die Reisfelder vergrößern, um mehr Leute zu haben. Die Bogenschützen. Nee, nicht ihr. Die Bogenschützen. Die will ich haben. Wir müssen unsere Kriegsherren verteidigen, Hoheit. Wir müssen unsere Kriegsherren. Eine Nachricht von Tukfan. Dieser Dao macht mir keine Angst. Bis er eine Armee aufgestellt hat, reichen unsere Wälle bereits bis in den Himmel. Hier kommt tatsächlich eine kleine Armee. Die mag ich nicht. Könnte tatsächlich problematisch werden, vor allem. Doch, ihr bleibt dort vorne und zieht euch dann unter Umständen ein Stück zurück. So. Dann. Wollt ihr hier mal eine Axt? Eine Axt mal. Wir bauen zwei Axtmacher. 8, 9, 10. Dann haben wir doch mittlerweile... Wie sieht's denn mit der Holzlieferung aus? Dauert scheinbar noch. Oder kriegen wir jetzt ständig Holz? Das weiß ich nicht. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Ach komm, stell dich nicht so dran. Ich diene einem neuen Herrn. Gut, das ist mir recht. Oh. Ja, von mir aus. Also, na machen. So, dann sag ich euch mal, was gibt's denn hier?
Keine Formation, Viereck-Formation, Reihenformation und Abwehrhaltung. So. Ja, der kann das gerne machen. Das ist, finde ich, gar nicht so problematisch. Dann kann ich den nachher leichter einnehmen. Nimmt mir Arbeit weg. So. Dann wollten wir mal. Haben wir jetzt. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Das kann da platziert werden. Rede nicht so viel Unfug. Dann brauchen wir eine neue Hütte. Kommt mal her. Ja. Feuer frei. Ja, ich. Das dürfte aber der Kriegsherr hinkriegen. So. Erledigt ihr jetzt die letzten Soldaten, die da oben sind. Und wir bereiten eine kleine Armee vor. Um stürmen. Wie sieht's denn hier aus? Kann ich das noch erhöhen? Ja, kann ich. Dann kann ich auch die Steuern erhöhen. Das ist auch toll. Dann werde ich noch eine Hütte bauen. Dann baue ich gleich noch zwei Reisfelder. Wir verbessern dich jetzt gerade direkt zweimal. Und dann kriegen wir noch eine Holz. So. Nummer 9. Und stellen euch mal Verteidigung, aber 9 reichen nicht aus, das haben wir ja gemerkt. Wir können eigentlich auch schon mal noch eine Gemüsefarm hier hinstellen. Wie heißt das? Eine weitere von Zhao Tuos Truppen ist angekommen. Und dann brauchen wir demnächst Spat. Das ist problematischer. Das ist um einiges problematischer. Ihr erobert das. Und ihr sammelt euch hier. Und jetzt haben wir keine Leute. Dann bauen wir einfach ein schönes Haus. Da ist ja nichts dran. Ich unterstehe eurem Befehl. Gut, dann kommt ihr jetzt hierher. Viereck-Formation. Hier vorne hin. Stehen bleiben. Ihr kommt hier hoch. Du kommst auch hier hoch. So. Dann lieferst du mir auch Holz. Was machen die? Die greifen mich jetzt an. Das ist in Ordnung erstmal. So. So. Und. Bauen wir dich dorthin und dich hier oben hin. Dann marschiert ihr dort hoch. Dafür haben wir euch. Nein, ihr bleibt da. Okay. Ihr kommt hier hoch. Ihr bleibt einfach mal oben. Ihr verstärkt hier. Das da ignorieren wir erstmal. Das da muss zuerst geregelt werden, da unten. Ist mal. So, ihr bleibt schön stehen. So. Schießt ihr auch und lockt die mal an. Die werden jetzt gleich schießen. So. Weg, weg.
Dinge. Ich mag sie irgendwie. Die sind lustig. So. Das wäre erstmal geregelt. Und das da wird ein Problem. Zwischendurch meine Soldaten getötet, meine Arbeiter getötet. Das wäre ja frevelhaft. So, Soldaten haben wir. Au. Au, au, au. Den ab. So. Haben wir auch. Das heißt, der Feind nähert sich. Toll. Das jetzt hier oben? Das da unten? Ach, Gemüse ist ein Problem. Verstehe ich. Jetzt verstehe ich das Problem. Wir brauchen mehr Äxte. So, dann will ich von dir nochmal Holz. Ich verbessere mir und dann Burg reparieren. Wie ihr wünscht. Was bringt das? Sind hier irgendwelche Gebäude verletzt gewesen? Das wäre natürlich dämlich. Ich vermute mal, er hat jetzt irgendwelche Gebäude repariert, was dämlich war. Dann hoffe ich, dass wir jetzt langsam mal ein paar Leute kriegen und ein Haus bauen können. Wir kriegen tatsächlich mehr Gemüse, als wir verbrauchen. Reis sieht dafür schlechter aus. Wir bauen ein Haus, sobald wir das Zeug haben. Und werden das komplett auf Gemüse, Reis setzen. Frage ist, ich setze das mal hoch. Das kann ich nicht beobachten. Da. Wisst gern, ob Gemüse und Fleisch gleich stark verbraucht werden. Dann noch. So. Hier kommt erstmal da hoch. So, irgendwo sollte ein Angriff kommen. Wurde mir angekündigt. Kommt aber nichts. Dann werden wir jetzt. Den da unten übernehmen. Und das werden wir ganz gemein tun. Wir schießen nicht. Ach komm, einer darf bei mir hier im Haus wohnen. In der Burg. Dann. 1, 2 und 3. Wir haben ja 8 Leute dazu. 4 und dann wird hier noch eins gebaut. Eure Waren wurden verschickt. Holz. Eure Waren wurden verschickt. So. Dann müsste ich tatsächlich genug haben. Ah, die schicken mir das immer nach und nach. Das könnte ausreichen. Vielleicht brauche ich noch eine weitere Dings. Eine weitere Reisfarm. Das geht recht schnell. Rekruten werden benötigt. Wieso habe ich jetzt ein... Ich werde angegriffen. Dämlich. Bekommen tatsächlich welche.
kommt die jetzt auf einmal hier? Ah, und dort unten kommen auch welche. Problem. Ich diene einem neuen Herrn. Wir werden angegriffen. Bauern werden benötigt, Hoheit. Dann müssen wir das jetzt anders regeln. Wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir das Gebiet verteidigt bekommen. Und das würde ich mal sagen. Das sehen wir beim nächsten Mal. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.